Der dritte Platz, meine sehr verehrten Damen und Herren, geht heute Abend im Hamburger Comedy-Pokal an Florian Hacke. Ja, herzlichen Glückwunsch. Wir kommen zu Platz 2 und während ich den Umschlag öffne, will ich die Zeit mal ein bisschen überbrücken. Das ist mein 6. Comedy-Pokal und als ich jung war, haben wir noch gesagt, liebe Künstlerinnen und Künstler, das ist politisch nicht mehr korrekt. Heute sagt man, liebe Künstler, männlich, weiblich, divers oder wahlweise, liebe Kunstschaffende. Also je nachdem, wie Sie sich gerne angesprochen fühlen, es war ein toller Abend, herzlichen Dank dafür. Wir als Sponsor, das City Center Bergedorf, bedanken uns bei Ihnen und ich glaube, es ging Ihnen als Publikum und Ihnen als Jury wie mir. Es war dieses Jahr eine sehr schwere Entscheidung. Sie haben es uns nicht leicht gemacht. Und ich glaube, jeder, der heute Abend hier als Gast zu Gast war und jeder, der heute auf der Bühne war und der es vorbereitet hat, ist Gewinner. Das ist meine persönliche Meinung. Aber nichtsdestotrotz. Wir haben ja Spielregeln vorher festgelegt. Ich mache es jetzt kurz, der zweite Platz geht an China. Herzlichen Glückwunsch und vielen Dank. Ja, und mir als Veranstalterin vom Hamburger Comedy-Pokal obliegt heute die Übergabe des ersten Preises in Vertretung für die Saga, die leider heute zumindest mit Herrn Dr. Ahrens nicht vertreten sein kann. Also Platz 1, ich weiß es aus dem Kopf, Amjad. Amjad ist der Gewinner des 17. Hamburger Comedy-Pokals. Herzlichen Glückwunsch!